Das hier, das ist ein Vogelhäuschen. Hier oben geht es dann rein, das kann man super an den Baum hängen. Wie man vielleicht schon sehen kann, ist es kein Häuschen aus dem Baumarkt. Es ist eins vom Wischeverein Rohrbeck. Das Dörfchen liegt in der Altmark, in der Wische, einem ehemaligen Sumpfgebiet entlang der Elbe. Zu DDR-Zeiten wurde es trockengelegt und zur landwirtschaftlichen Nutzfläche. Heute ist es eine idyllische, abgelegene Gegend. Doch der Wischeverein sorgt für Belebung, auch mit Hilfe dieser Häuschen. Ein Gehöft in Rohrbeck, heute voller Leben. Freiwilliger Arbeitseinsatz, mehr als 25 Vereinsmitglieder sind mit großem Eifer beim Nistkastenbau. Alles keine Fachleute. Ich bin Netzwerkkoordinatorin für Kinderschutz und frühe Hilfen. Ich bin in der Verkäuferin der Direktvermarktung für Landwirtschaft. Ich bin beruflich Bauingenieur, bin angestellt im öffentlichen Dienst im Bauamt. Jetzt müssen wir in die Montage übergehen. Die Gastgeber Kerstin und Helmut Sasse. Ihr Hof ist das Zentrum des Wischevereins. Hier wurde die Idee mit den Nistkästen geboren. Wir sind total naturliebend. Wir haben selbst hier auf unserem Grundstück an die 100 Nistkästen. Da haben wir ein richtiges Motto einfach rausgegeben, und zwar 1000. Nistkästen für verrückte Vögel in der Wische. Und man kann sagen, dass wir jetzt nach 3 Jahren schon 519 Stück verkauft haben. Passend in Rohrbeck am Rande der Wische. 80 Einwohner und viel Natur rundherum. Sie wollten auch mitmachen oder Sie wollen was kaufen? Besuch auf dem Hof. Familie Görsdorf aus Königs Wusterhausen hatte im Radio von der Aktion gehört und ist neugierig. Für fortlaufenden Nachschub ist gesorgt, das Holz ist aus dem Baumarkt. Die Besucher schlagen schließlich gleich doppelt zu. Die kommen bei uns im Garten, wir haben schon ein Häuschen und der Trend geht zum zweiten Häuschen. Und ich finde es total lustig, wie die Vögel den ganzen Sommer über fliegen. Und die lassen sich auch nicht abschrecken, wenn wir da zugange sind. Grillen, die fliegen und fliegen, super. Und wie finden Sie es hier? Sehr schön. Sehr schön, eine gute Sache. Gemeinnützige Arbeit und was für die Natur und die Vögel tun. Mit dem Verkauf der Nistkästen finanziert der Verein ein üppiges Kulturprogramm, verteilt über die gesamte Umgebung, vorzugsweise im Frühling und Sommer. Lesungen, Konzerte, Ausstellungen, regional bekannt unter dem Begriff Kulturspur. Wir bringen Kultur an ganz viele unterschiedliche Orte hier in der Wische, also auf Höfen, in Kirchen, in Gärten, in verschiedenste Locations wird also am Pfingstwochenende Kultur und Kunst öffentlich gemacht. Bei so vielen Aktivitäten sind noch mehr Geschäftsideen gefragt, zum Beispiel der Verkauf von Strickmützen, natürlich handgemacht von Kerstin Sasse persönlich. Mir macht das einfach Spaß, also so Handarbeiten zu machen. Wenn ich Zeit habe, habe ich früher Socken gestrickt, habe alle Freunde und Verwandte damit ausgestattet. Auch im Zuge des Wischevereins kam dann einfach die Idee von mir auf, dass ich gedacht habe, also Socken geht nicht mit Logo, aber Mütze würde gehen. Und so ist dann praktisch die Idee entstanden, eine Mütze mit unserem Logo rauszubringen. Jetzt wird die aktuelle Kultursaison vorbereitet. Startschuss Himmelfahrt. Wir grillen, wir machen Suppen, also hier sitzen die Leute, ihr müsst euch vorstellen, der Hof ist dann voller Tische und Bänke, es wird richtig schön. Jeder kommt hier auf seine Kosten, die Leute verweilen, setzen sich dann wieder aufs Rad und fahren zur nächsten Station. Weiter. Gute Aussichten in Rohrbeck und in der ganzen Wische. Ja, den Termin können Sie sich schon mal eintragen. Himmelfahrt, da können Sie sich dann Socken, vielleicht dann noch eine Mütze kaufen oder so ein schickes Vogelhäuschen, das lohnt sich. Wenn aber auch Sie Mitglied in einem interessanten Verein sind, dann schreiben Sie uns oder schauen Sie auf unsere Internetseite www.mdrsachsenanhalt.de. Dort können Sie sich direkt bewerben und finden auch noch mal eine Übersicht aller Vereine, die wir Ihnen bereits